Mr. McIntosh. Ich bin es. Ich bringe Ihnen frohe Botschaft, lieber Freund. Ich habe günstige Nachricht für Sie, sogar äußerst günstig. Ich auch. Wo ist der Engländer? Ach, mein Herz. Na, wird's bald? Ich habe wieder meinen Infarkt. Der wird Ihnen gleich vergehen. Das ist also er hier gewesen. Nein, das ist ein Saiteninstrument. Und wo ist der Engländer? Der Engländer? Wieso sind wir plötzlich in England? Ich frage, Sie antworten. Aber überhaupt in keiner Weise, beziehungsweise ganz im Gegenteil. Das ist keine Erklärung für mich, das ist ein Gestammel. Da kann ich Ihnen nur recht geben. Ich vertrete hier die Wehrmacht. Und nicht die Gestapo, Herr Kapellmeister. Dankeschön. Aber wenn Sie mir Sperrenzchen machen, werde ich Ihren Fall leider weitergeben müssen. Das haben Sie sich dann selber zuzuschreiben. Sie hätten es einfacher haben können. Aber wie Sie wollen, nach der Gala-Vorstellung heute Abend werde ich Sie unserem Obergruppenführer vorstellen. Und solange, Herr Kapellmeister, sind Sie mein persönlicher Gefangener.